In dieser Podcast-Folge vom Vertriebsoffensive-Podcast geht es um meinen Friseur, um Steve Jobs, um Karl Lagerfeld und darum, wer den Standard festlegt. Viel Spaß dabei. Es ist eine reine Mindset-Folge, aber die hat es in sich. Fangen wir an mit meinem Friseur. Letzte Woche war ich bei meinem Friseur. Das ist ein junger Mann, ich würde sagen Ende 20, kommt aus Indien. Ich gehe dort einmal die Woche hin und wir machen immer ein bisschen Smalltalk. Und dann haben wir darüber gesprochen, hey, im Sommer in Dubai, die meisten verlassen Dubai im Sommer, weil es ziemlich warm ist. Und dann haben wir darüber gesprochen, hey, Dirk, warst du im Sommer weg? Ja, habe ich gesagt, ich war nur irgendwie eine Woche weg. Den Rest war ich hier, es war trotzdem gut, es war produktiv und ja. Wie war es mit dir? Sagt er, ja, ich war auch in Dubai. Im November fährt ihr weg. Okay, sage ich, wo geht's hin? Ja, sagt er, im November bin ich 3 Wochen in Indien, in meiner Heimatstadt. Sag, okay, prima. Familie mal wieder sehen und so weiter. Nee, sagt er, heiraten. Heiraten, okay. Ja, toll, gratuliere. Wunderbar. Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, deine Braut, hast du die ausgesucht oder hat die jemand anders für dich ausgesucht? Und er hat gesagt, die hat meine Familie ausgesucht. Meine Familie und ihre Familie. Okay, und wie ist das für dich? Und er sagt, in den großen Städten, also in den wirklich großen Städten, da suchen sich die Männer und die Frauen ihren Partner selbst. Aber er kommt vom Land. Und auf dem Land ist es Tradition, dass das die Eltern machen. Und er sagt, ich bin davon überzeugt, das ist der bessere Weg. Weil die Eltern haben einfach viel mehr Erfahrung. Okay, spannendes Gespräch. Und ich habe dann so für mich gedacht, er ist davon überzeugt, dass das die bessere Lösung ist. Er freut sich darauf. Er könnte auch problemlos in Dubai eine Frau kennenlernen und diese Frau dann heiraten. Aber nein, er vertraut darauf, dass seine Eltern die richtige Braut für ihn aussuchen. Was ich damit sagen will, ist, wir haben in Deutschland, im Westen, wir haben so unsere Standards. Wir sagen, das geht ja gar nicht. Die werden jetzt zwangsverheiratet oder was auch immer. Das kann doch nicht funktionieren. Und wir gehen oft an andere Länder, an andere Sitten und Gebräuche ran mit unserem Moralverständnis und meinen, dass nur unsere Moral, unser Standard der richtige ist. Und seitdem ich im Ausland lebe, seit 2017, habe ich gelernt, das stimmt nicht. Das ist nicht der Fall. Es gibt andere Standards, die auch gut funktionieren. Es gibt andere Länder, die haben ein anderes Moralverständnis und das funktioniert auch gut. Mein Friseur, jetzt Steve Jobs. Gestern gab es einen Post und diesen Post habe ich bestimmt schon 50 Mal gesehen. Also immer wieder von anderen Leuten, aber es ist immer der gleiche Text. Nämlich ein Post mit einem Bild von Steve Jobs und was er kurz vor seinem Tod wohl gesagt haben soll. Das ist nicht bewiesen, dass das von ihm ist. Und ich glaube auch nicht, dass das von ihm ist. Und ich lese jetzt den Text vor. Ich habe den einmal rauskopiert. Ja? Also, die letzten Worte von Steve Jobs, Milliardär, gestorben mit 56. Ich habe den Höhepunkt des Erfolgs in der Geschäftswelt erreicht. In den Augen anderer ist mein Leben ein Erfolg. Allerdings hatte ich, abgesehen von der Arbeit, wenig Freude. Wohlstand ist letztlich nur eine Tatsache, an die ich mich gewöhnt habe. In diesem Moment liege ich auf meinem Krankenhausbett und erinnere mich an mein ganzes Leben, dass all die Dankbarkeit und der Reichtum, auf den ich so stolz war,
blass geworden ist und angesichts des bevorstehenden Todes unbedeutend geworden ist. Du weißt doch nicht, dass du jetzt in der nächsten Stunde stirbst oder am nächsten Tag stirbst. Keine Ahnung, aber gut. Verlorene materielle Dinge können wiedergefunden werden, aber eine Sache kann man niemals finden, wenn sie verloren ist, das Leben. Welcher Lebensabschnitt wir uns gerade befinden, mit der Zeit werden wir mit dem Tag konfrontiert sein, an dem sich der Vorhang schließt. Liebe deine Familie, deinen Ehepartner, deine Kinder und Freunde. Behandle sie gut, schätze sie. Wenn wir älter werden und weise werden, merken wir langsam, dass das Tragen einer 300-Dollar-Uhr oder einer 30-Dollar-Uhr die gleiche Zeit ergibt. Ob wir eine Geldbörse oder eine Handtasche für 300 Euro oder 30 Euro haben, der Betrag da drin ist gleich. Ob wir ein 150.000-Euro-Auto oder ein 30.000-Euro fahren, Straße und Entfernung sind gleich und wir kommen am Ziel an. Ob wir eine 1.000-Dollar- oder eine 10-Dollar-Flasche Wein trinken, der Kater ist gleich. Ob das Haus, in dem wir leben, 100 oder 1.000 Quadratmeter hat, die Einsamkeit ist gleich. Du wirst erkennen, dass dein wahres inneres Glück nicht aus den materiellen Dingen dieser Welt kommt. Egal, ob du erste Klasse oder Economy reist, wenn das Flugzeug kaputt geht, fällst du mit ihm. Daher hoffe ich, dass ihr euch bewusst seid, wenn ihr Freunde, Geschwister habt, mit denen ihr quatscht, lacht, redet, singt, über Nord, Süd, Ost oder Himmel und Erde redet. Das ist wahres Glück. Eine unbestreitbare Tatsache des Lebens. Erziehe deine Kinder nicht reich zu sein, erziehe sie, um glücklich zu sein. Wenn sie groß werden, werden sie den Wert der Dinge kennen und nicht den Preis. So, das ist der Post und das soll Steve Jobs gesagt haben auf seinem Sterbebett. Ich wette eine Kiste Champagner, dass das fake ist. Diese Geschichten, und das war auf LinkedIn. LinkedIn ist ein Business-Portal. Diese Geschichten werden erfunden von Leuten, die wirtschaftlich nichts auf die Reihe bekommen haben. Sie werden erfunden, um sich selbst gegenüber zu rechtfertigen, dass es nicht schlimm ist, keinen wirtschaftlichen Mehrwert in die Gesellschaft gebracht zu haben. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Es sind auch dämliche Vergleiche. Also, egal ob die erste Klasse oder Economy reist, wenn das Flugzeug kaputt geht, fällst du mit ihm. Ich vergleiche Äpfel, nicht mal Äpfel mit Birnen, ich vergleiche einen Stein mit einer Birne. Natürlich, wenn du fliegst und das Flugzeug abstürzt, es ist egal, welche Klasse du fliegst. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Flugzeug abstürzt? Wie viel Promille sind das? Und jetzt fliegst du Echo, sitzt neben einer Dame mit einem schreienden Baby, was völlig in Ordnung ist, kannst deine langen Beine nicht richtig ausstrecken, bekommst was zu essen, was dir nicht schmeckt, und du kaufst dieses Ticket, weil du sagst, ja, aber wenn wir abstürzen, dann sind alle gleich tot. Sag mal, wie dämlich ist dieser Vergleich? Worauf will ich hinaus? Ich will dich sensibilisieren, dass wir ganz viele Glaubenssätze haben, die uns davon abhalten, in unserem Leben wohlhabend zu werden, erfolgreich zu werden. Glaubenssätze, Texte wie diese hier, du liest diesen Text, motiviert dich dieser Text? Nein. Er motiviert dich, die Netflix-Serie zu Ende zu gucken. Sie motiviert dich, mit Freunden Party zu machen. Aber sie motiviert dich nicht, in deinem Business Gas zu geben.
Ob das Haus, in dem wir leben, 100 oder 1000 Quadratmeter groß ist, die Einsamkeit ist gleich. Ist wieder so ein Vergleich. Einsamkeit ist ein Mindset. Du entscheidest dich, dich jetzt einsam zu fühlen. Ich kann auf einer großen Party sein, mich dahinstellen und denken, ich fühle mich jetzt gerade hier einsam, weil hier nur Leute um mich rum sind, mit denen ich nichts zu tun haben will, die auf einer ganz anderen Welle sind als meiner Welle. Das hat doch nichts mit der Größe deines Hauses zu tun. Und ja, ein 150.000 Auto oder ein 30.000 Euro Auto. Wir kommen am gleichen Ziel an. Ja, aber entspannter, du genießt es mehr. Massagesitze, Sitzheizung, Sitzlüftung. Navi, was funktioniert. So, der Sicherheitseffekt, wenn du einen Unfall hast, was auch immer. Es wird hier, es ist Bullshit. Es werden hier Vergleiche gezogen, die überhaupt keinen Sinn ergeben, um sich gegenseitig zu erklären, es lohnt sich nicht mehr zu machen. Okay. Also, mein Friseur, die Story kennst du jetzt. Steve Jobs, die Story kennst du jetzt. Jetzt kommt Karl Lagerfeld. Ich habe eine Dokumentation gesehen im Flugzeug bei Emirates über Karl Lagerfeld. Hammer. Ich habe mit Karl Lagerfeld nichts groß anfangen können. Ein Deutscher in Paris, Mode, Dior, Fendi, ja, so weit weiß ich Bescheid. Nee, nicht Dior, ne, Chanel, sorry. Chanel, Fendi, so weit weiß ich Bescheid. Der hat ein eigenes Label, aber ansonsten, ich habe mit dem nichts zu tun gehabt. Dann habe ich mir die Doku angeguckt. Die Doku war so grandios. Sie war so grandios. Ich habe die durchgeguckt. Danach habe ich sie nochmal geguckt und habe mir eine Seite Zitate und Notizen in meinem Journal gemacht. So ein geiler Typ. So, der ist gestorben vor ein paar Jahren mit 85 Jahren. Und sein Leben. Der hat gearbeitet. Der hat die ganze Zeit gearbeitet. Der ist morgens aufgestanden, hat angefangen zu arbeiten. Der hat kurz Mittag gegessen, hat weitergearbeitet. Nach dem Abendessen hat er gearbeitet. Er ist früh schlafen gegangen, er ist früh aufgestanden. Der hat die ganze Zeit gearbeitet. Sein Lebensumfeld war alles auf Arbeit ausgerichtet. Karl Lagerfeld könnte die gleiche Geschichte schreiben. Karl Lagerfeld hat bei seinem Tod, glaube ich, 200 Millionen Euro Erbe gehabt. 200 Millionen. Und darum ging es auch, wer diese 200 Millionen bekommt. Das ist aber Nebensache. Es ging wirklich um Karl Lagerfeld und wie er gelebt hat und sein Lebenswerk. Also ganz große Empfehlung, guckt euch die Doku an. Super. Der hat nur gearbeitet und sein komplettes Umfeld sagt, der war glücklich. Der war glücklich. Und jetzt der Übertrag. Wer definiert denn, was Glück ist? Wenn ich heute sterben würde, würde ich persönlich, Dirk Kräuter, auf ein sehr glückliches und erfülltes Leben zurückblicken. Karl Lagerfeld mit 85 ist gestorben. Der war krank, der wusste, dass er irgendwann sterben wird. Und er hat sich am Tag vor seinem Tod, er ist nachts gestorben, morgens wurde er gefunden, tot in seinem Bett, aber er hat sich am Tag vorher noch mit seinen Freunden wieder verabredet für den nächsten Tag. Das war von heute auf morgen alles vorbei. Aber wenn du Karl Lagerfeld gefragt hättest, würde der sagen, ich habe ein geiles Leben und ich habe ein geiles Leben gehabt. Und seine Freunde sagen das auch. Niemand sagt, Karl Lagerfeld hat doch die ganze Zeit nur gearbeitet. Die ganze Zeit nur gearbeitet. Wer definiert, was Glück ist? Wer definiert, was ein erfülltes Leben ist? Das definiert jeder von uns selbst.
lass dir nicht von irgendwelchen LinkedIn-Posts, lass dir nicht von der Mainstream-Presse, lass dir nicht von der Gesellschaft erklären, was dich glücklich machen soll. Mein Auto kostet neu 250.000 Euro. Das macht mich total glücklich. Total. Das ist luxuriös, das ist schnell, das ist ein Cabrio. Wenn ich damit abends in Dubai offen auf der Autobahn fahre, ist das ein Glücksgefühl. Jeder definiert sein Glück selbst. Und ja, das ist schön, Business oder First Class bei Emirates zu fliegen. Kann nur noch getoppt werden von einem luxuriösen Privatflugzeug. Ja, das ist schön. Und das ist geil. Und nein, ich möchte nicht Echo fliegen für 29 Euro mit Ryanair. Habe ich keinen Bock drauf. Jeder definiert das für sich selbst. Also, die größte Falle ist, dass du nicht glücklich bist, weil du Glaubenssätze übernimmst, die nicht deine sind. Von deinen Eltern, von deinen Lehrern, von deinem Umfeld, von den Medien. Wer definiert Glück? Wer definiert Erfolg? Das machen wir alle selber. Wenn du dich für mein Leben interessierst, am Dienstag, also morgen, kommt meine Biografie. Attacke ist der Titel. Ab morgen in der Buchhandlung, respektive bei Amazon und Co. Und dann siehst du, dass ich für mein Glück und für meinen Erfolg immer einen eigenen Standard angelegt habe. Als ich sehr jung war, habe ich das nicht so verstanden. Ich habe viele Fehler gemacht und so meine Ziele nicht erreicht. Heute bin ich viel erfahrener. Hey, wie wäre es, mit dem Mindset, mit dem Wissen heute nochmal 16 zu sein? Wow. Wow, das wäre so geil. Aber auch nochmal, wenn morgen das mein Leben zu Ende wäre, ich würde keinen Tag bereuen. Und ich würde die Augen schließen und würde sagen, es war geil. Bitte, ist nicht der Plan, ne? Ich habe noch einiges vor, aber wie ist das bei dir? Wenn morgen alles vorbei wäre, würdest du dann sagen, das war schon geil. Schade, dass es vorbei ist, aber bis jetzt war es geil. Wenn das nicht der Fall ist, ist das hier gerade dein Weckruf. Der Weckruf, mehr Glück in dein Leben zu lassen. Und man geht nicht raus und hat ein glückliches Leben. Man geht raus und macht sich ein glückliches Leben. Viel Spaß mit der Biografie und ich bin gespannt auf eure Kommentare.